Mit Regen diesmal. Regeneffekte. Oh. Ich brauche einen anderen Untergrund für meine Maus. Wie viele Level muss ich denn jetzt hier machen? Oh, scheiße. Ja, spring doch auch noch rein. Wenn ich jetzt... Boah. Sterbe hier. Muss ich das dann alles nochmal machen? Boah. Ab und zu springt er einfach auch nicht so, wie ich das haben will. Ach du Schande, ey. Das ist wesentlich schwieriger, als es aussieht. Nein! Nein! Aber ich starte wieder im Regenlevel, das ist ja immerhin etwas. Oh, Stress! Ich wollte doch nur Ponys und Regenbogen! Nimm meine Seele und verschone mich! Nein, nimm meine Seele nicht, oha. Ich wüsste gerne, wieso der manchmal nicht wirklich springt. Das habe ich jetzt schon zweimal gehabt, dass der nur so einen kleinen Hopser gemacht hat. Ja, das sieht doch gut aus. Diesmal schaffen wir das. So, ihr kommt weg. Und zack. Du Betrüger! Ich doch nicht. Nimm, oh Gott. Er hat mein Pony getötet. Ihr Schweine! Leider! Ja, Ich hab's kaputt gemacht. Ich wollte das nicht. Bitte geh wieder an. Ich habe es hierher geschafft. Sieht so aus, als sei er abgelenkt. Das ist unsere Chance. Ein Binärportal. Das Portal bringt uns zu einer Kerndatei. Mach diesen Schritt mit mir, Rio. Mach ihn, wenn du fliehen willst. Und wenn ich gar nicht fliehen will? Hm? Vielleicht will ich ja hier bleiben und mit den Ponys kuscheln. Azazel. Das ist es. Das ist die Kerndatei. Das sieht wie ein Dämon aus. Das ist eine Art Verteidigung, welche er für die Datei erstellt hat. Sollte kein Problem sein. Da sie verschlossen ist. Seltsam. Nee, ich komme mit der Maus da auch nicht ran. Ah, warte mal. Um die Kerndatei zu löschen, müssen wir sie auf den Papierkorb hier schmeißen. Aber wir kommen da nicht dran. Das Ganze ist verschlossen. Aber wir können ja die Schlösser öffnen. Können die Schlösser nicht öffnen. Schande. Haben wir vielleicht irgendwo ein Binär-Cluster, in den wir rein können? Azazel, du betrügst! Doppelklick. Natürlich, Doppelklick. Ja. Sei gegrüßt, Sterblicher! Ich wurde zum Beschütz erschaffen. Diese Kerndatei hast du etwa geglaubt, dass dies einfach wird? Nö. Ich doch nicht. Mach die Schlösser auf! Ach geil, guck mal. So, kann ich mit Azazel-Echse noch irgendwas anfangen? Nein, kann ich nicht. Gut, dann... Entsperren. Na, das sieht ja relativ... einfach aus. Azazel, das ist frech. Danke. Also er schiebt da jetzt immer das hin, was ich noch frei habe hier, ja? Das ist ja...
So, danke. Danke, Azazel, du hast das Rätsel für mich gelöst, du Idiot. Kinderspiel. Du wirst nicht noch ein Schloss knacken. Das werden wir ja noch sehen. Ich bin da gerade relativ zuversichtlich, weil du stellst dich doch ganz schön... Ach du Schande. Ganz schön dämlich an. Nö, das will ich da drüben haben. Das kann ruhig dahin. He. Haben wir ihn überlistet? Ziemlich dämliche Datei. Das Glück ist auf deiner Seite. Das hat mit Glück nichts zu tun, mein Freund. Das ist Können. Aber ich habe den größeren Verstand. Behauptest du. Stört es jemanden, wenn ich nebenbei mal einen Schluck trinke hier? Ein kohlensäurehaltiges Limonadengetränk. Gel ist schon ganz trocken. Ich habe nämlich auch schon was anderes aufgenommen vorhin. Ich hätte mich jetzt fast verplappert und verraten, was das ist, aber das sollte eine kleine Überraschung werden. So, wir machen hier oben weiter. Ach du Schande. Okay, wir müssen da unten in die Mitte. Wir müssen aber den schwarzen Blöcken ausweichen. Das heißt, den brauchen wir nicht, der kann schon mal weg. Schande, gehen wir links rum oder rechts rum? Links rum. Das hätte doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen hier. Ich brauche im Prinzip nur das verteilen, was er hier so hinsetzt. Ne? Das macht es ja relativ simpel. Kann höchstens sein, dass wir jetzt auf der falschen Seite sind. Wir haben unseren Pfad fast fertig, ne? So, der Pfad ist fertig. Im Prinzip ist jetzt egal, was noch kommt. Wir haben einmal mehr gewonnen. Also im Moment ist es noch relativ einfach, aber das wird nicht so einfach bleiben. Was machst du da? Ich werde nicht versagen, mein Meister. Danke, Rio ist völlig ausreichend. So, ein letztes Mal. Schande, was ist das denn? Was ist das denn? Also wir müssen da unten hin. Probieren wir einfach mal aus, was diese Blöcke hier bewirken. Ah, die setzen das fest. Okay. Dann sollten wir aufpassen. Aber die sollten wir wirklich aufpassen hier. Dass wir hier schon mal die Blöcke sichern, dass er uns da nicht dazwischen hauen kann. Gegen den Schienen so viele Blöcke nach unten führen, meine ich, ne? Und das geschafft? Ha! Das war jetzt wirklich einfach. Also Azazel, nicht so sonderlich viel drauf gehabt. Narr! Dein Prophet ist nicht echt. Ich feiere dieses Spiel gerade so absolut. Ich finde das so genial gemacht alles hier. Auch dieser Look, dass wir hier wirklich an so einem alten Rechner sitzen. Oder irgendwas. So, Kerndatei löschen. Das ist frech. Ich war schneller. Wir haben es geschafft. Du wurdest getäuscht. Absturz, Neustart. Errungenschaft, Zusammenbruch.
Yay. Ich finde dieses Spiel einfach genial gerade. Zardan Tech Inc. Ach, ist das geil. Eine Kerndatei fehlt. Ach, das ist doch... Macht nichts, wir fahren fort. 666%. Guten Tag. Lucifer, brauchen wir ein Passwort für. Baphomet. Lucifer. Moment. Lucifer. Lucifer. 666. Mist. Rio. Und das Ding hier ist beschädigt, da können wir uns auch nicht einloggen. Für Hopeless Soul haben wir bestimmt auch nicht das Passwort. Also loggen wir uns mal als Gast ein. Und unser Passwort ist... Let's Play Better. Geht nicht. LPB. Herzlich willkommen zurück auf dem Desktop. Komplettlösung. Ach, geil. Ach, das schreibt sich immer weiter. Schreibe mit Lucifer und mir. Lucifer wird deinen Mauszeiger zur Pony Island Echse bewegen. Klicke nach der Splash-Animation auf Starte Spiel. Du wirst verlieren. Nach deinem unvermeidlichen Misserfolg klickst du auf Optionen und zerstörst diese, indem du sie anklickst. Füge erweiterte Optionen aus den Bruchstücken zusammen. Haben wir das gemacht? Ich meine, wir hatten irgendwann erweiterte Optionen da stehen, aber ich kann nicht sagen, dass ich da gezielt irgendwas zusammengesetzt hätte. Klicke durch die Menüs unter Erweiterte Spieleinstellungen, bis du Pony Laser erreichst. Lucifer wird das Fenster spöttisch von deiner Maus wegziehen. Finde Portale, indem du den Mauszeiger in die Richtung bewegst, wo die Musik am lautesten ist. Das habe ich auch nicht bewusst gemacht. Der Mauszeiger hat sich auch immer in die Richtung gedreht. Löse die drei Code-Rätsel, um die Pony-Laser-Option wiederherzustellen. Klicke darauf und schieße Laser um dich herum. Klicke, starte Spiel nochmals und besiege die Gegner mit einem Laser. Lucifer wird verdammt angepisst sein. Ich werde erscheinen und öffne ein weiteres Portal. Löse die vier Rätsel, um den Käfig zu öffnen. Das Ziel in den späteren Rätseln ist es, einen direkten Weg mit Links-Rechts-Blöcken nach unten zu setzen. Nachdem die Rätsel gelöst sind, schließt sich das Spiel und startet erneut. Klicke auf Fortfahren. Nachdem du den Profilbildschirm findest, klickst du auf Gast. Es wird kein Passwort benötigt. Klicke auf das Messenger-Icon, um wieder mit mir zu sprechen. Okay, wir wissen also, wie es weitergeht. Dann würde ich sagen, versuchen wir erstmal alles andere. Dreieck, PNG. Genau das, was draufsteht. Sehr schön. Missing No. Immer noch. Lauter fehlerhafte Dateien, mit denen wir jetzt anfangen können. Pony Island ist verschoben. Nein, ich wollte noch weiterspielen. Pony Galaxy ist dafür immer noch da. Ist das immer noch genauso schwer wie vorher? Ein Punkt. Wie viele Punkte hatten wir letztes Mal? 23, ne? 23, 24, irgendwas in dem Dreh. Nimm das! Viel zu viele. Irgendwann kommt man einfach nicht mehr weiter. Na gut, wir könnten uns jetzt ausloggen. Das Gast wieder einloggen. Zack, da sind wir wieder. Ja, sonst haben wir hier nichts weiter, ne? Dann starten wir mal den Messenger. Wir haben eine neue Nachricht. Bitte antworte, wenn du diese Nachricht siehst. Nö. Gut. Es tut gut, dich wiederzusehen. Dieser Azazel-Typ war verrückt. Falscher Prophet, hat er gesagt. Bist du noch da? Nö. Du hast dich mit der ersten Kerndatei gut geschlagen, Rio. Dennoch müssen wir uns noch um die zwei Verbliebenen kümmern. Trotz der Menge an Daten, welche beschädigt wurde, wird die Sicherheit erhöht. Es wird nicht einfach, ein weiteres Portal zu öffnen. Ich habe eine Idee. Log dich mit meinem Profil ein. Das Passwort ist 2734. Ich wüsste gerne, ob man in das Lucifer-Profil auch reinkommt.
mit dem richtigen Passwort. 2734. Na gut. Ich kann den Messenger nicht schließen. Nochmal bitte. 2734. So kann ich mir... toll. So merke ich mir das. Habe ich das nicht eben auch eingetippt? Du hast es hierher geschafft. Willkommen in meinem Heim. Er hat bisher mein Kennwort nicht erraten können. Wie auch immer, mein Plan. Öffne das Durchsuch-Progress-Tool. Nee, ich möchte erstmal ein Portal generieren. Was? Security Exception. Okay. So einfach kommen wir da nicht dran. Ich bin auch immer auf der Suche nach Tickets, die hier eventuell irgendwo versteckt sind. Gut, starten wir mal das Programm. Ja, das ist es. Wir müssen das Programm mit der schlechtesten Sicherheit finden. Etwas mit weniger als 5% erlaubt mir, ein weiteres Portal zur zweiten Kerndatei zu öffnen. Es muss unglaublich schlecht programmiert sein. Wie finden wir das? Okay, da haben wir ganz viele Programme, die ganz, ganz böse korrumpiert sind. Azazel ist korrumpiert. Pony Island zu 30% korrumpiert. Ja, das kommt hin. So, wir suchen nach Sicherheit. Und wollen natürlich vom Kleinsten zum Größten. Hier, schau! Pony Island Echse. Verstehst du, was das heißt? Wenn du von dieser Maschine erlöst sein willst, muss ein weiteres Mal Pony Island gespielt werden. Ich beneide dich nicht, aber es muss getan werden. Finde Pony Island und spiele es. Ich werde so schnell ich kann ein Portal für dich öffnen. Das beschädigte Profil neben meinem sieht interessant aus. Ach, ich kann das jetzt nicht direkt hier aus der Liste starten? Wenn es nur so einfach wäre. Ich brauche dich in einem Programm mit niedriger Sicherheit, damit das funktioniert. Na gut, dann halt zurück. Und das beschädigte Profil. Passwort. Ich habe schon wieder vergessen, das kann nicht wahr sein. Ich muss mir das mal aufschreiben. 2734. Ich schreibe mir das jetzt auch mal auf. Kleinen Augenblick bitte. So. Ist notiert. Gleich neben einer anderen Zeit. Ich glaube, das ist die Telefonnummer aus Layers of 4. 5553825. Das ist die Telefonnummer von dem Rattenfänger aus Layers of 4. Ist schön, was ich hier alles noch so auf meinem Schreibtisch rumliegen habe, ne? Nein, ich wollte doch hier rein. 273. Habe ich das nicht eingegeben gehabt eben? So, nochmal. Durchsuchbrock. Wir brauchen ein Passwort. Wo kriegen wir jetzt ein Passwort her? Passwort. Okay. Das war letztendlich doch recht einfach. Eine Passwortsicherung, TXT. Hier irgendwo ein Ticket versteckt vielleicht. Ja, hier, na klar, da. Das ist doch ein Ticket, gib mir das Ticket. Scheiße, ist kein Ticket. Passwortsicherung. Gast nichts. Hopeless Soul 2734. Beschädigt I am Error. Lucifer Ponys. Ponys, na gut. Willkommen zurück. Pony Island erwartet dich. Ponyflügel, die will ich haben.